Klimaproteste, dieses Mal im Europäischen Parlament. Dutzende junger Klimaaktivisten brachten am Rande einer Klimakonferenz der europäischen Sozialdemokraten ihre Meinung lautstark zum Ausdruck. Die Jugendlichen waren eingeladen und nahmen kein Blatt vor den Mund. Wir wollen, dass gehandelt wird, jetzt, so schnell wie möglich. Es ist höchste Zeit. Die Konferenz diskutierte vor allem, wie im EU-Haushalt die nötigen Ressourcen für einen Klimapakt bereitgestellt werden können. Es ist jetzt nicht mehr die Zeit für Reden, sagte der französische Abgeordnete Pierre Laroutou. Wir müssen den Krieg gegen den Klimawandel gewinnen und dazu brauchen wir Geld. Der Europäische Rechnungshof hat gesagt, es sei leicht, für Klimaneutralität bis 2050 einzutreten. Jeder sei dafür, außer Trump und Bolsonaro. Doch die Frage sei, wo kommen die finanziellen Mittel her, um Häuser zu isolieren, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und unsere Landwirtschaft zu reformieren. Ursula von der Leyen will das Klima zur Priorität machen, doch die Zeit drängt. Meine Krawatte zeigt den rasanten Temperaturanstieg in den vergangenen 100 Jahren, erklärt der belgische Klimaforscher Jean-Pascal de Hypercel. Dieser Anstieg hörte niemals auf. Das Phänomen ist also auf einer einfachen Krawatte zu erklären. Die nötigen Klimainvestitionen werden auf mehr als 1.000 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Zugesagt hat von der Leyen bislang ein Zehntel dieser Summe.